Und wie gut, dass wir eine ganze Fackel dabei haben. So, warte, ich signalisiere mal hier. Über dem Meer geht die Sonne auf. Beziehungsweise die Sonne kommt aus dem Meer, wenn man es genau nimmt. So, jetzt, Nein. Doch, habe ich. Ich wollte schon sagen, ich habe die Kohle zu Hause gelassen, aber war ja gar nicht der Fall. Wir sind hier. Auf jeden Fall frisst eine Maus keinen Gummiball. Anfressen kannst du höchstens, aber wie sieht denn das aus, Alter? So eine kugelrunde Maus. So, jetzt schauen wir hier mal. Hallo Skelett, brenn du mal freundlich vor dich hin. Ich setze hier ab und zu einfach mal eine Fackel auf den Boden, dass ich den Weg wieder zurückfinde. Enderman. Enderman. Tschüss. Schöner Wald. Schauen wir mal. Was ist das? Das ist, ja, sehr gut, dass der neue Map Generator sowas auch noch macht. Freue ich mich. Hat sowas Altvertrautes, weißt du? So, und hier sieht man schon, ab einer gewissen Höhe fängt es an, eisig zu werden. So. Liebes, tolles Minecraft, liebes, tolles Java. Mit ohne Optifine, bau doch da hinten mal ein bisschen. Was ist das denn? Sind das diese neuen Bäume? Moment, da muss ich hin. Lauf! Lauf, 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 lauf. Mann, das baut ja nicht mal jetzt auf. Was ist denn das für ein Mist? Ah nee, das ist Fichte, wie es ausschaut. So, Alter, was ist das denn? So, aber ich sehe keine Pferde, aber ich höre Kühe und ich weiß nicht, was da unten ist, verdammt. Ich kann zwar durchgucken. Was ist das denn? Hallo, Mu. Ah, sehr schön. Schön. So, das ist ja Birke. Altgewohnterweise. Ah. Hühnchen. Hier im Wald. Ach, scheiße, da kann man ja keine Fackeln platzieren. Machen wir das einfach so. Plopp. Hepp. Auf dem Boden sollte ich vielleicht auch noch die ein oder andere Fackel platzieren. Da geht's in eine Höhle. Aber da möchte ich jetzt gerade noch nicht rein. Ich möchte wissen, was das da hinten ist. So, die Landschaft baut sich wieder auf. Eine Schlucht. Aber ich habe noch keine neuen Bäume gefunden. Was soll denn das? Zeig mir deine neuen Bäume. Oh, du Minecraft. So, Tintenfisch. Ich finde einen Tisch. Tintenfisch. Na gut, bauen wir uns mal in die andere Richtung. So, dazu fließen wir jetzt einmal ganz schnell wieder zurück. Ist ruhig geworden. Vielleicht zu ruhig. Wo ist denn hier? Musik und Geräusche. Nee, passt schon. Was haben wir jetzt eingesammelt? Ein Eichensetzling. Wow. Ich freue mir ein Loch in die Hose. So, ich will doch nur die neuen Bäume. Was bist du hier? Geh weg. Nom, 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 nom. So. Ich weiß ja nicht mal, wie die ausgucken. Birke. Eiche. Birke. Haben die neue Blätter? Haben die einen neuen Stamm? Sind das die altehrwürdigen Bäume, nur ein bisschen anders im Design? Sieht man überhaupt einen Unterschied? Ich weiß es alles nicht. Ich weiß ja gerade nicht mal mehr, wo unser Berg ist. Das ist der Berg, das heißt, wir müssen in diese Richtung hier weiter. So, da ist das komische Gebilde. Ab nach unten. Oder sind das die hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte mir gedacht, vielleicht, dass du die Bäume gar nicht erkennst, dass die noch so ein bisschen verpixelt sind. Alter Minecraft, bau doch mal auf. Das gibt's ja wohl nicht. Wird Zeit, dass Optifine eine neue Version rauskommt. Vielleicht haben wir ja morgen in der neuen Aufnahmesession dann schon Optifine. Muss ich hier hoch? Nein, ich muss unten lang. Ich hoffe es, denn die warten immer noch auf ein Update vom MCP. Also ich denke, es ist der MC-Patcher, was die damit sagen wollen. Hüpf! Gibt's eigentlich neue Mobs? Nee, ne?
Also der MC Patcher, denke ich mal, meinen die damit, dass die da auf ein Update warten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es dauern mag, bis die fertig sind. So, jetzt müsste ja gleich irgendwo unser Portal auftauchen. Alter, das kannst du ja schon fast gar nicht mehr spielen. So, wir haben da, dann bauen wir mal in diese Richtung. So, es darf weiter... Es darf weiterhin gehofft werden und spannend bleiben. Mal gucken, wo wir denn jetzt rauskommen, was da auf der anderen Seite drüben gibt. So, auf jeden Fall gut, dass wir uns so viel Koppel mitgenommen haben. Ach, was ist das? Nur so eine kleine Mika-Insel? Das wäre ja doof. Ach ja, wenn du zurückdenkst, ja. Also wo ich hier gerade diesen spontanen Flashback hatte, damals, wo wir uns in Minecraft eingeloggt hatten, das ist ja schon über 1,5 Jahre her, wenn du denkst. Oh, ich weiß noch gar nicht. Wir werden wahrscheinlich in dieser Aufnahmesession oder in der nächsten Aufnahmesession die 364 erreichen, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere. Weil momentan ist ja echt alles viel zu krass schnell. Das sind bestimmt die neuen Bäume. Viel zu krass schnelllebig bei mir. Ich merke mir irgendwie Sachen, wo ich mir sage, das darfst du nicht vergessen, das darfst du nicht vergessen. Da werde ich momentan so ein bisschen nachlässig. Das ist was, was mir überhaupt nicht gefällt. So, da gucken wir mal, dass wir uns ein paar Setzlinge mitnehmen. Wo können wir da andocken? Am Baum können wir da andocken. So, noch ein Stückchen. So, sehr geil. Wir haben schon mal die neuen Bäume. Alter, wie geil. Da ist ein ganzer Wald von denen. So, dann einmal rechts rum. Henry oder Rango? Sprich oder stirb. Henry. So, also, wie man sieht, die Bäume, die haben noch keine Textur. So. Dark Oakwood nennt sich das. Alles klar. Ich dachte, das hieß anders. Oh. Dark Oakwood. Ich dachte, das war irgendwas mit A. Ach, okay. Akazie oder sowas? Stimmt das? War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Oh. Mein Gott, wenn man mal irgendwas nicht weiß, da ist das so nicht schlimm. Also ich persönlich sehe das so. Klar, manche Sachen, da sagt man, Alter, wie kann man sowas nicht wissen? Aber ich bin halt so ein Typ, ja, ich weiß, wie das ist, wenn man Sachen, ja, man kann mich um 3 Uhr nachts wecken und, keine Ahnung, du fragst mich irgendwas über die Arbeit. Dann sage ich dir das einfach mal so aus dem Stegreif, so von wegen, ja, das ist so, musst du so und so machen, bla bla bla, halt das Übliche, wie es halt jeder kennt, wenn er Tag ein, Tag aus dieselben Sachen macht. Dark Oak Saplings. Also jetzt haben wir auch dunkle Eiche haben wir jetzt, meine Freunde. Und dann schaue ich mal nach da hinten, ob das auch dunkle Eiche ist. So. Muss ich jetzt hier eigentlich auch einen Vierer-Stamm unten machen? Weil dann brauche ich nämlich noch einen Setzling. Henry? Nein, er flieht! Es ist ein Rango! Tötet ihn! Ach ja. Oh! Was will ich denn damit? Böse Diamantspitzhacke. Wieso habe ich die eigentlich nicht zu Hause gelassen? Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Ich glaube schon. Obwohl, es spukt eigentlich nicht mehr bei mir. Also denke ich mal, mich haben alle guten Geister verlassen. Verdammt. So, aber das ist eine geile Gegend, kann man sagen, was man möchte. Mal gucken, vielleicht bauen wir ja dann irgendwann mal was hierher, aber... Ja, jetzt gibt es natürlich wieder die zwei Fraktionen, beziehungsweise die drei Fraktionen. Einmal die Ist-mir-egal-Fraktion. Dann, jawohl, Nummer 4. So, weiter geht's in diese Richtung. Da gibt's einmal die Ist-mir-egal-Fraktion und dann gibt's natürlich noch hier Fraktion Ja-mach und Fraktion Nee-mach-nicht. Von daher, das wird sich dann wahrscheinlich wieder so 50-50 aufteilen, deshalb mache ich da gar keine große Umfrage. Wir werden erstmal weiterhin an unserer schwarzen Bergfestung weiterbauen. Alter, hier unten ist bestimmt krass dunkel. Und Monster wäre... Ein Riesenpilz, ein Riesenpilz. Wie geil ist das denn? Ich dachte, die gibt's nur auf einer Pilzinsel. Coole Sache. Was ist das denn? Flieder.
Cool. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich nehme einfach mal mit. Weil wir bei uns keinen Flieder haben. Jetzt ist die Frage, wenn wir mit Knochenmehl bei uns arbeiten, kommt dann Flieder raus? So, hier erstmal das Wasser abstellen. Wir müssen irgendwie irgendwas dann vielleicht wegwerfen, warte. Wir haben aber nichts zum Wegwerfen. Es ist alles wert, obwohl, warte. Plopp, 2 Nethersteine, auf die können wir verzichten. Komm, bau auf. Ich wollte noch darüber. Ich darf nur nicht vergessen, wo ich herkam, weil dadurch, dass ich das hier alles so langsam aufbaut, hier ist noch Erde als Grund, so langsam aufbaut, hat man sich mal schnell verranzt. Und ich möchte mich gerne nicht verranzen, ich möchte gerne wieder nach Hause. Nach Hause zur Schwarzen Bergfestung. So, ich gehe mal hier noch ganz schnell den Strand entlang. Oh. Ach. Da drüben sieht es auch nicht so aus, als hätten wir den... Als hätten wir diesen neuen Baum. Oder war das Darkwood? Ich kann es nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich denke, es war eine Akazie. Oder ist Akazie ein Baum? Ich denke. Also bin ich, würde ich sagen. So, naja. Komm, wir nehmen die Beine in die Hand. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Geile Gegend hier. Was ist das da hinten denn? Moment, da muss ich jetzt hingucken. Das da hinten schaut nämlich komisch aus. Das will ich mir jetzt noch ansehen. Was ist das? Ist es ein Zeichen? Ist es eine Antenne vom UFO-Mann? Oder ist es einfach nur ein Fehler in der Matrix? Ich weiß, dass es hier dunkel ist. Hallo Rohrzucker. So, komm, hinauf, hinauf, hinauf. Wir müssen auf den Berg hier. Geht die nach Hause telefonieren? Oder nutzt du doch dein Handy? So, hier war das doch irgendwo. Es wird dunkel. Ich muss mich beeilen. Oh, ich glaube einfach, das war die Spitze eines Berges. Alter, cooler Berg. So, So, weil hier sehe ich jetzt gerade nämlich nichts mehr davon. Da hinten sind Fichten. Grüne Wiesen in der Ferne. Ein schwebender Block unter einem Skelett. Drunter ein Skelett. So. Und wir blicken vom Dach der Welt hinab. Und lassen uns in die Blätter fallen. So, es geht nach Hause. Geil, geil, geil. Schön, dass wir gleich direkt eine neue Gegend erschlossen haben. Was ist das denn? Hä? Was ist denn das? Ach. Pilze. Okay. Cool. Hier wachsen also rote und braune Pilze in großem Maß. Lasst mich gehen. Ich bin Diplomat. Ich erschließe dieses Land hier, um es zu zivilisieren. Ihr unzivilisiertes Volk. Ihr müsst weichen. Ihr werdet natürlich ausgerottet. Versteht sich von selbst. Wasser. So, wir haben Flieder und wir haben das neue Holz. Das werden wir dann natürlich gleich mal ausprobieren. Obwohl, das denke ich, wird auch keine neue Textur haben. Ein Creeper. Scheiße, wie kommen wir jetzt oben auf unseren Baum wieder drauf? Wo haben wir ihn angelegt? Ach, da hinten. Ach, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Oh, guck mal, ein Apfel. Für mich. Mein Apfel. Wage es ja nicht, den anzufassen und ihn mit deinen schäbigen, klobigen Händen dazu verdingsen. Hui. So, ein bisschen Erde mitgenommen. Da ist er hochgegangen, die Sau. Wie schaut es mit unserer Rüstung aus? Oh, oh. Oh, 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 oh. So, was schmeißen wir weg? Ach komm, Pilze ist eh keiner. Den Apfel, obwohl, den Apfel, den können wir uns gleich mal reindrücken ins Gesicht. Vor allem ist ein roter Apfel. Ich mag ja eigentlich gar keine roten Äpfel. Ich bin eher so der grüne Apfelfreund. Und was bist du für ein Apfelfreund? Oh, es gibt nichts Schöneres als... Okay, doch, sagen wir mal... Diese halbroten Äpfel. Die esse ich auch noch. Aber das Geilste ist immer noch ein schöner, grüner, saurer Apfel, wenn du reinbeißt. Der knackt freudig vor sich hin, ist richtig saftig. Oh, nom, 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 nom. Könnte ich jetzt gleich eine Packung von essen.